meine lieben Steinböcke und herzlich willkommen zu eurer kleinen Bonuslegung. An der Stelle nochmal Happy Birthday, meine Lieben, wobei für die meisten von euch alles Gute nachträglich. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Geburtstag oder habt einen schönen Geburtstag. Meine lieben Steinböcke, ich habe gerade so gedacht, Wowski, ne? Also mit der Energie, in der wir gerade sind, Mars in Steinbock, Sonne in Steinbock, Neumond in Steinbock, Merkur in Steinbock und dann auch noch Pluto in Steinbock, der jetzt nach 15 Jahren quasi sein Zeichen wechselt. Genau das habe ich gedacht, meine Lieben. Interessant, die innere Wahrheit. Genau das habe ich gedacht. Meine Lieben, bei euch geht jetzt was los. Yang-Energie ist Nummer 1 und Yang-Energie verkörpert Widder-Energie. Ne? Mit Widder beginnt das astrologische Neujahr. Widder ist immer ein erster Schritt, ein Startschuss, neue Chancen ergreifen, ein neues Leben gestalten. Ne? Wirklich zu sagen, hey, ich bin jetzt der Gestalter meines Schicksals. Und das nehme ich auch so, das nehme ich auch ein bisschen so wahr, meine Lieben, dass eben, weil Pluto jetzt nach 15 Jahren in den Steinbock einzieht, ich gehe davon aus, dass für die meisten von euch ein Jahr vor euch liegt, das sich sehr stark von den letzten Jahren unterscheidet. Ne? Also eins, ein völlig. Es geht was völlig Neues los. Ne? Eine Neugeburt. Ich nehme das hier gerade einfach so wahr. Die innere Wahrheit. So wollte ich gar nicht anfangen, aber jetzt fangen die Karten schon wieder an zu sprechen von mir. Zu mir. Okay, ich muss die mal ganz. Ich lege die. Oh, und die glückliche Fügung. Wow. Okay. Also, eigentlich habe ich ein ganz anderes Konzept für diese Legung. Aber nichts passiert im Grund. Wir haben hier noch so eine Side-Botschaft. Denn es will sich eine Tür öffnen, die Tür zu eurem Herzen, die Tür zu eurer Wahrheit, die Tür zu einer neuen Wahrheit. Ne? Es ging in dieser geballten Steinbock-Energie Anfang des Jahres, egal wann du diese Legung schaust, ne? Aber jetzt im Januar. Es ging in dieser geballten Steinbock-Energie, die innere Wahrheit zu erkennen, dieser Identifikationsgedanke, wer bist du, wer bist du nicht, die Masken abnehmen, wirklich das ganz authentische Sein. Und ich bin mir sicher, mit Pluto in deinem Zeichen 15 Jahre ist da ein Haufen innerer Wahrheit, die du umwandeln darfst. Ne? So, die glückliche Fügung ist jetzt für mich erstmal ein Vorbote für ein richtig gutes Jahr, für schicksalshafte Begegnungen, die vielleicht auch die Tür, ne, die innere Wahrheit, die Tür zu deiner Seele öffnen. Oder Dinge, ne, es passieren Dinge, die irgendwie eine sehr starke Öffnungsenergie haben. Und diese starke Öffnungsenergie ist der Startschuss für alles Glück, was du dir gestalten willst. Und irgendwie müssen wir die da liegen lassen, auch wenn ich. Wobei, vielleicht machen wir es so. Also, mein Konzept ist eigentlich das, dass ich frage nach der persönlichen Entwicklung. Ja, wir müssen es so machen, okay. Nach der persönlichen Entwicklung, nach der beruflichen Entwicklung und nach der Be Entwicklung in Liebe und Partnerschaften. Aber ich habe das Gefühl, meine Lieben, das ist die Überschrift über allen drei Bereichen. Du bist der Gestalter deines Schicksals. Du darfst eine neue Wahrheit zulassen. Du wirst sehr viele schicksalshafte Ereignisse, glückliche Fügungen, tolle Momente, ne, Dinge, die dich einfach, ne, das ist so Rat des Schicksalsenergie, Dinge erleben, die dich in deiner Entwicklung sehr, sehr stark bewegen. Okidoki, wir machen es anders. Alles klar, wir machen es anders. Meine Lieben, also diese Geburtstagslegungen, die mache ich jeden Monat. Interessant, meine Lieben. Heart Chakra und die Liebenden. Interessant. Und ich fange da immer ganz anders an. Aber bei euch erzählt sich hier schon wieder eine Geschichte. Ja, ich kann das ganz ehrlich. Ich kann die nicht wegtun. Wenn hier die Tür zu deinem Herzen aufgeht und die Heart Chakra und die Liebenden, ne, die Liebenden hier in dieser Karte sind Begegnungen. Begegnungen, die dich bewegen. Begegnungen, die dir eine neue Wahrheit aufzeigen. Ich will jetzt hier nicht nur von der Liebe sprechen, auch wenn Love hier steht und darunter. Ja, Joy and Stability, die vier Stäbe und Open Up. Okay. Meine Lieben.
Ich hoffe, ich komme auf mein Konzept zurück. Aber das wollte ich sagen. Na, so, alles, das ist, glaube ich, eure Energie, die sich hier in diesem Lego, in dieser Legung schon zeigt. Der ursprüngliche Ablauf wird ein ganz anderer sein. Ne? So, open up, es öffnet sich. Türen öffnen sich. Türen zur Freude, zur Stabilität, zur Liebe. Dein Herz öffnet sich. Du darfst eine neue Wahrheit gestalten. Ne? Die neue Wahrheit, wie dein Leben ist. Und es ist offensichtlich voller Liebe, voller, ne, vier Stäbe. Hier ist auch eine starke Seelenpartnerenergie. Auch bei dieser glücklichen Fügung, ne, so, dass deutlich mehr Tür öffne. Ne? Seelenpartner können so viele Menschen sein. Wir müssen nicht von Partnerschaft sprechen. Seelenpartner können berufliche Begegnungen sein, freundschaftliche Begegnungen. Aber etwas oder irgendjemand öffnet diese, oder vielleicht auch du selbst. Vielleicht auch du selbst. Du hast die Tür in ein neues Leben geöffnet. Oder du öffnest jetzt, ne? Möglicherweise, ne, das ist ja dein neues Lebensjahr. Ich habe gerade gesagt, das ist Widderenergie. Das astrologische Neujahr beginnt erst, ne, mit der Sonne Eintritt in den Widder, also im März. Und da 9 Münzen, weil du die Arbeit an dir geleistet hast, weil du verstanden hast, wer du bist. Die 9 Münzen haben Anfang Januar in den Kollektivlegungen so eine große Rolle gespielt mit diesem: Wer bin ich? Was sind meine Ziele? Wer will ich sein? Wer bin ich nicht mehr? Was darf ich 9 Münzen? Wovon darf ich mich lösen? Was darf ich abstreifen? Und ich habe das Gefühl, dass du jetzt möglicherweise auch noch in den ersten 3 Monaten, ne, Zeit ist fließend, ich kenne deine Timeline nicht, dass du hier in den ersten 3 Monaten bis wieder Neujahr, wieder Sonnenjahr, ne, dass du hier noch sehr viel von deiner inneren Wahrheit nach außen zeigen darfst. Er steht hier so super stolz, ne, well-deserved reward. Du weißt, was du verdienst. Du hast dich gefunden, du weißt, wo du stehst. Du hast klare Ziele, die willst du erreichen. Also hier ist auf jeden Fall ja, so ein bisschen ein neues Ich, um ehrlich zu sein. Hier liegt ein bisschen ein neues Ich. Und was auch immer sich hier öffnet, die Liebe. Ehrlich gesagt, es kann sein, dass die Liebe viele weitere Türen für dich öffnet. Irgendeine Entscheidung, die Liebenden sprechen von Entscheidungen. Ne, so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich ziehe jetzt um, whatever. Irgendeine größere Entscheidung öffnet für dich. Auch 4 Stäbe kann auch was mit Umzug zu tun haben. Ne? Das ist zu Hause und so. Vielleicht auch die Entscheidung einer Trennung. Ne? Die 9 Münzen ist Single-Energie. Ja, Widder-Energie. Ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ne? Aber irgendetwas am Jahresanfang. Das nehme ich so ein bisschen wahr. Öffnet dir erst das Herz und dann alle Türen, die du aufstoßen willst. Meine Lieben. Okay. Ich hoffe, wir kriegen die Berufskurve. Wir sind gerade so allgemein. Naja, gut. We will see. Vielleicht machen wir das bei euch im Excel. Ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt mal schauen. Ja, 9 Stäbe, 9 Kelche. Wirklich, irgendwas ist zu Ende. Ja, und zwar die da. Die habe ich hier auch schon gesehen. Wirklich, mach deinen Frieden mit der Vergangenheit. Hier, die Challenging Times, die 5 Stäbe, herausfordernde Zeiten. Es ist an der Zeit für dich da, wirklich zu sagen, ja, wirklich. Und das ist astrologisch gesehen auch wirklich der Fall, meine Lieben. Liebe Steinböcke, schreib dir das auf die Agenda. Notier es dir, weil es ist aus astrologischer Sicht so gegeben. Die herausfordernden Zeiten sind für euch jetzt erstmal vorbei. Keine Ahnung, was du für Probleme hattest, was der Stress in deinem Leben war. 9 Stäbe, 9 Münzen, ne? Verabschiedet, lebe eine neue Wahrheit. Das ist die innere Wahrheit, eine neue Wahrheit. Wirklich, das ist vorbei. Die Herausforderungen der Vergangenheit sind vorbei. Own it. Own diese Wahrheit. Mach deinen Frieden mit all den Problemen, die hinter dir waren.
Denn das, was du jetzt gestaltest, und möglicherweise hat der Januar was damit zu tun mit der Turmenergie, ne? Der Januar ist ein riesengroßer Energy Shift. Denn jetzt erlebst du einen Durchbruch, ne? Der Turm, der verantwortlich ist für das, was du die nächsten 10 Jahre gestaltest. Und die 10 Münzen sind meine Everything-Karte. Ne? So, das kann alle Bereiche deines Lebens betreffen. Aber es ist hier ein richtig krasser Energy Shift. Also komm in deine Mitte. Sei Schütze-Energie. Sei offen. Sei positiv, optimistisch. Neun Kelche. Interessant. Okay. Also, die innere Wahrheit, die 9 Münzen und diese Heart-Chakra-Energie. Die 10, nochmal, meine Lieben. Die 10 Schwerter. Es ist vorbei, meine Lieben. Es ist vorbei. Ja, Wowski, meine Lieben. Und das neue Kapitel, Wowski. Wowski, 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 meine Lieben. Diese beiden Karten habe ich gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das neue Kapitel beginnt, ehrlich gesagt, ich habe das halt mit dem Turm gerade schon wahrgenommen, jetzt hier im Januar für dich. Das habe ich auch von Anfang an wahrgenommen. Ich glaube, der Januar ist für dich irgendwie entscheidend. Keine Ahnung. Wassermann-Energie, ne? So. Und was auch immer die 3 Schwerter sind. Wirklich, du darfst dein Herz heilen, du darfst dein Herz öffnen, du darfst in die Leichtigkeit gehen. Hier liegt so eine starke Herzöffnungsenergie, meine Lieben. So eine starke Herzheilungsenergie. Kann auch natürlich, ne, da muss keine andere, also ja, da muss keine andere Person beteiligt sein. Das kann alles du selber sein, ne? Du hast 9 Münzen, du hast die Arbeit auf dich genommen, du hast dich mit Selbstliebe auseinandergesetzt, du hast gesagt, hey, 10 Schwerter, ne? Ich will leichter werden, ich will offener werden, ich will das Leben lieben, ich will das Leben genießen, ich will es fühlen. Ne? So. Ich will ein authentisches, echtes Leben haben, genauso wie ich. Ne? Ich habe eine Vision von meinem Leben und alles, was ich dafür tun kann, tue ich. Aber, also, ich hätte gerne mal die Lieben dann abgeklärt. Beziehungsweise diese mit einer glücklichen Fügung geht's los, öffnet sich alles. Der Page der Stäbe. Okay. Das ist eine sehr beflügelnde, leichte Energie. Der Eremit. Oh ja, okay. Oh, der König der Kelche, Wowski. Der Ritter der Kelche, die 10 Münzen und der Turm und Owaski. Nochmal die Mäßigkeit, nochmal die 9 Kelche. Okidoki. Meine Lieben, das sind Menschen, die dich inspirieren. Page der Stäbe, der Eremit, Jungfrau Energie, Schütze haben wir hier nochmal, Wassermann. Guck mal, das war deine Arbeit. Ich habe das Gefühl, das war deine Arbeit. Und die Liebenden, die Reaktion ist, dass deine neue Energie, deine neue Wahrheit, wer du bist und wer du sein möchtest, dass das hier matcht. Ne? 4 Stäbe, die Liebenden. Ich nehme wahr, dass dieses Jahr sehr viele Menschen deinen Weg kreuzen. Hier liegen viele Menschen, ne? Hier liegt nicht nur einer. Die Schütze-Energie mit diesem Engel auf der Rider-Waite ist so eine Aufstiegsenergie, ne? So eine Ascension. Diese neue Wahrheit, die du für dich alleine gefunden hast, gestaltbar machen. Und ich weiß nicht, was deine neue Wahrheit ist, aber es ist auf jeden Fall liebevolle, stabile Verbindungen. Der Turm nochmal.
Ich meine, vielleicht, meine Lieben, vielleicht ist auch ein Mensch hier, ne, der mit dem Turm, weil ich habe ja hier gesagt, irgendwie akzeptieren und ne, seinen Frieden machen, wahrnehmen, dass alles vorbei ist, ne, dass ein gewisses Gleichgewicht, ne, die Mäßigkeit des Gleichgewichts, dass ein gewisses Gleichgewicht zurückkommt. Und vielleicht ist, ich weiß nicht, vielleicht ist der König der Kelche derjenige, der hier Heart Opening für dich betreibt und wirklich alte Verletzungen heilen kann, wo wirklich so ein Durchbruch ist, wo du, ne, Schütze-Energie ist positiv, ne? Neun Kelche ist, ja Mann, ich fühl so starke, schöne Gefühle. Ne? So, dass jemand kommt und das mit einer Leichtigkeit, ehrlich gesagt. Aber auch mit, meine lieben Steinböcke. Okay. Also was ich definitiv sehe, ist, dass du völlig neue Menschen attractest. Ganz andere Menschen, die dir ganz andere Dinge zeigen. Wirklich. Gell? Vielleicht hattest du 10 Schwerter Lernaufgaben. Also nicht nur vielleicht, wahrscheinlich. Ne? Du hattest sehr viele Lernaufgaben. Vielleicht auch innerhalb, ne, deiner Beziehungen. Aber hier geht es irgendwie darum, ein glückliches, erfülltes Leben zu gestalten, anstatt irgendwie etwas zu lernen. So. Ich hätte gerne mal gewusst. Also, was sind die Glück? Ich bleibe in der Mehrzahl, weil die 10 Münzen, die Everything-Karte liegt wieder hier. Ne? So, was sind denn die glücklichen Fügungen, die dich in diesem neuen Lebensjahr erreichen? Außer dass sie offensichtlich deinen Horizont erweitern, dich erfüllen, dir innere Ruhe geben. Page der Münzen, du darfst viel Neues lernen, Fuß fassen, Fundamente legen, eine Karte zum Pagen der Münzen, die glücklichen Fügungen der Page der Münzen, keine Ahnung, meine Lieben, der Herrscher an der Unterseite des Decks, die Widderenergie. Und da ist wieder der Stäbe-Energie. I love it. Meine Lieben, die glücklichen Fügungen, die dir das gesamte Jahr in allen Bereichen begegnen werden, ist tatsächlich Austausch, ne? Menschen. Menschen, die diese neue Wahrheit bestärken, bestätigen. Fundamente, die neu gelegt werden für Erfolg, für auch persönlichen Erfolg, ne? 6 Stäbe. Unterstützer, Lehrmeister, Guides, ne, so, die neue Impulse, neue Wahrheiten in dir verankern, Page der Münzen, möglicherweise der Grundstein für eine Selbstständigkeit, für ein neues Business, aber dass du endlich, ne, well-deserved reward, dass du endlich die Aufmerksamkeit bekommst oder den Erfolg, 10 Münzen kann auch Erfolg sein, den du verdienst, well-deserved reward, meine Lieben. Also, ich sage, das wird eins der, also laut dieser Karten, das kann eins der besten Jahre deines Lebens werden, in denen du lernst, in dieser Energie zu verankern, zu stehen, zu bleiben, zu sein, in der dir unglaublich viele Menschen begegnen, wo unglaublich viel Austausch, Kommunikation, Verstehen, Bewusstseins, Weiterentwicklung liegt. Na, hier liegt auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, aber auch wirklich sehr erfüllende Begegnungen. Wenn du auf der Suche nach der Liebe bist, ja Mann, du hast alles gemacht, 9 Münzen. Ne? So, du bist den ganzen Weg, den du alleine gehen musstest, gegangen. Du hast dein Herz geheilt. Du bist bereit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Das hier ist, wenn du hier stehst und sagst, ich lebe eine neue innere Wahrheit von mir und meinem Leben. Boom, mein Leben, der Turm. Boom. Und zwar in allen Bereichen deines Lebens.
Genau, meine lieben Steinböcke, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Also dieses Mal machen wir wirklich eine Legung für dich ganz persönlich, Beruf und Liebe und Partnerschaften. Ne? Dieses Mal halte ich mich ans Konzept. Heute musste diese Botschaft allgemein raus und auf alle Bereiche gedeutet werden, weil, na, du bist der Gestalter deines Schicksals. Was du anfasst, kann entweder das werden oder wieder das. Ne? Es ist bei dir, es liegt an dir. Ne? So. Mit einer neuen Wahrheit, mit einer neuen Einstellung kannst du dir offensichtlich mit Hilfe vom Universum sehr viele Dinge erfüllen und dir ein Leben gestalten, das sich, ne, zweimal die Wunscherfüllung, zweimal die Hoffnung, zweimal die Vision, das deiner Vision eben entspricht. So, und dann schau mal, meine Lieben. Dann schau mal, was da rauskommt. Zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos. Ach Quatsch, was erzähle ich denn, liebe Steinböcke? Nein. Also, das Geburtstagsspecial, jetzt hätte ich es fast vergessen, meine lieben Steinböcke. Also, ihr könnt dieses Extended Reading einzeln erwerben. Das kostet 4,99 € oder ihr könnt einen Testmonat machen, Soul Family Kanalmitgliedschaft, kostet auch 4,99 €. Da habt ihr aber das Extended Legung zu dieser Legung, zu der Januar Steinbock Legung, ein Soul Family Stammtisch und ihr habt die Möglichkeit, in einer Soul Family WhatsApp Gruppe aufgenommen zu werden. Genau, also gleicher Preis, unterschiedliche Leistungen für diejenigen, die die Kanalmitgliedschaft schon haben, Soul Family Silver im Übrigen. Die einfach auf meinen Kanal gehen und euch anschauen, ne? Nicht nochmal kaufen. So, ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug erklärt. Liebe Steinböcke, was ich euch sagen will, das kann ein Jahr werden wie kein anderes davor. Ne? 10 Schwerter. Wir haben hier 10 Jahre, wir haben hier 10 Jahre. Ne? 10 ist immer die Vollendung. 10 ist im Tarot das Rad des Schicksals, das liegt hier. So. Deine innere Wahrheit, was du glaubst zu erreichen, was du glaubst zu sein, was du dir für Ziele setzt, ob du in der Lage bist, mit einem weit geöffneten Herz eine neue Vision, eine neue Wahrheit zu kreieren, neue Dinge zu lernen. Ne? Hier liegt auf jeden Fall irgendwie Lernen. Wer da mit seinem Herzen also hier liegt ein lautes Ja. Ne? Wer sich traut, sich auf dieses neue Leben vollständig einzulassen und es authentisch nach seinen Werten zu leben, der wird sehr viele Überraschungsmomente haben, aber glückliche Überraschungsmomente. Überraschungsmomente, die Harmonie schaffen, ne? So, die dir einen Weitblick verschaffen. Möglicherweise wirklich, die dich etwas sehr Großes verstehen lassen, die Zusammenhänge. Hier sind Begegnungen aller Couleur, im beruflichen, im privaten, im Liebesbereich, bestehende Verbindungen, die sich weiterentwickeln, neue Verbindungen, die reinkommen. I don't know. Aber was der Plan vom Universum ist, ne? Rat des Schicksals, glückliche Fügung, ist das. Dieses neue Lebensgefühl von ich stehe auf der Bühne meines Lebens und ich werde bestätigt, ne? Ich kreiere Erfolg, ich kreiere Wohlstand, ich lasse diese Vision von meinem Leben wahr machen. Du wirst so viel Bestätigung bekommen vom Universum. Ne? Immer kommt ein neues Bau, über den Lauf deines neuen Lebensjahres kommt immer ein neues Bau, ein Puzzleteil, so. Ein neues Puzzleteil dazu, das starke Fundament dieses Lebens bilden wird. Wirklich. Also du darfst offensichtlich auch hier, ne, mit dieser Weiterentwicklung, du darfst sehr viel Neues lernen. Was eine ganz andere Wahrheit von deinen nächsten 10 Jahren zeichnet, als die Wahrheit, die du über deine letzten 10 Jahre hast. Und liebe Steinböcke, ich freue mich sehr für euch. Das Leben darf sich gut anfühlen und das sehe ich hier mit den 6 Stäben und den neuen Kelchen. Da darf so eine Grundharmonie, so eine Grundruhe, so eine Grundzufriedenheit darf in dein Leben kommen. Genau. Und meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Vielen Dank und vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!